Ich darf heute, verehrte Zuseher, mit einem Bericht aus Mannheim beginnen, der ein Ereignis beschreibt, das sich dort im Januar des Jahres 1782 zutrug. Das Theater glich einem Irrenhause. Rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Aufschreie im Zuschauerraum. Fremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme. Frauen wankten einer Ohnmacht nahe zur Tür. Es war wie im Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht. Diese neue Schöpfung im Theater hatte einen Namen, einen Titel, der hieß schlicht Die Räuber. Der Schöpfer war knapp 20, im Hauptberuf seit etwas mehr als einem Jahr Regimentsmedikus, also Arzt, und hieß Johann Christoph Friedrich Schiller. Theologe, Pfarrer wäre der junge Mann gern geworden, doch das verhinderte sein Landesherr. Ein Titel, den wir hier sehr wörtlich nehmen dürfen, das verhinderte Karl Eugen. Dieser Württemberger hatte im Schloss Solitude ein Internat für begabte Landeskinder gegründet, die Hohe Karlsschule, wie er es sah, eine Plantage für heranwachsende Talente, wenn Sie es botanisch ausdrücken wollen, eine Kaderschmiede, wenn Sie ein Bild aus der Industrie bevorzugen. Aus beiden Bildern aber entsteht der zutreffende Eindruck, dass in dieser Schule größter Wert auf Reglement, auf Zurechtstutzen, auf Konformität gelegt wurde. Erzogen wurde sozusagen auf Bedarf hin. Der Herzog hatte Bedarf nach Soldaten, nach Beamten, nach Ärzten. Sein Bedarf nach Theologen war dagegen gering, der nach Dichtern praktisch vernachlässigbar. In diese Schule wird Schiller mit 13 Jahren gesteckt. Sein Vater, Militärarzt, Feldscher, ein Mann, der sich auf Disziplin versteht, versucht noch den Herzog in einem anrührenden Brief umzustimmen. Aber Pardon wird hier nicht gegeben. Der Bub und die Familie sollen sich gefälligst freuen, dass die Ausbildung in der Hohen Karlsschule kostenfrei ist. Also unterzeichnet Vater Schiller eine Art Abtritts- oder Verzichtserklärung auf den Sohn. Viele Jahre später erinnert sich Schiller: Neigung für Poesie beleidigte die Gesetze des Instituts und widersprach dem Plan seines Stifters. 8 Jahre lang rang mein Enthusiasmus mit der militärischen Regel, aber Leidenschaft für die Dichtkunst ist feurig und stark wie die erste Liebe. Was sie ersticken sollte, fachte sie an. Wurde die erste, na klar, feurige Liebe zur Dichtkunst erwidert? Im Anfang wohl nur verhalten. Die ganz frühen Gedichte Schillers zeugen davon, dass er wild und fast wahllos las, heimlich dürfen wir vermuten. Doch diese Gedichte zeugen auch davon, dass er noch keine eigene Sprache, nur das Deklamieren, gleichsam eine bedeutungsschwere Geste der Sprache gelernt hatte. Kritiker, die es nicht gut mit ihm meinen, behaupteten, daran habe sich auch später so schrecklich viel nicht geändert. Naturgemäß las er Shakespeare. Shakespeare war einer der literarischen Götter für jene Jahre, die als Zeit des Sturm und Drang in die Geschichte eingegangen sind. Und von Shakespeare ließ sich lernen, wie wild, wie blutig, wie abgefeimt es auf der Bühne zugehen kann oder muss, wenn das Spektakel die Herzen des Publikums erobern soll. Allerdings, das sei hier schnell angefügt, vom Lesen der Stücke Shakespeares allein wird man noch nicht zum begnadeten Dramatiker und schon gar nicht zum Dramatiker jenes Stückes, das das Mannheimer Publikum in jenem Januar 1782 so heftig erschütterte: Die Räuber. Die Räuber, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich an die Geschichte des alten Grafen von Moor und seinen 2 Söhnen, dem Intriganten Franz, dem jüngeren der beiden, und dem wilden, von seinem Vater verstoßenen Karl, der sich in den böhmischen Wäldern den Räubern anschließt. Beide Brüder ringen, pathetisch gesagt, um Freiheit. Wobei es gewiss präziser wäre, statt das Wort Freiheit das Wort Selbstbestimmung zu gebrauchen. Beide gehen darüber zugrunde. Das ist der Preis der Freiheit. Aber Freiheit ist, wie es bei Schiller heißt, unabdingbar.
So ruft der vom Vater gegängelte Sohn Karl, der als Opfer Auserkorene, gleich am Anfang des Stückes in einem wilden Ausbruch: Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Schnürbrust, Schneckengang, Adlerflug, Kolosse, Extremitäten, das sind, wenn Sie gestatten, verehrte Zuseher, das sind schneidige, sozusagen Husarenwörter. Kein Wunder, dass die Zuschauer die Fäuste ballten, die Augen rollten und Wildfremde sich in die Arme fielen. Kein Wunder, dass dieses Stück zum Inbegriff für den Kampf gegen alle Formen der Abhängigkeit, gegen alle Tyrannen wurde. Dass Schiller als Held der Freiheit verehrt wurde, zunächst in Deutschland, bald auch in Frankreich, sehr schnell auch in Russland und später sogar in China. Aber, fügen wir in diesem Moment sofort hinzu, aber diese Begeisterung, diese Ekstase, dieser Taumel waren vielleicht ein wenig vorschnell. Denn auch der Böse, der Verklemmte, der intrigante Bruder von Karl, der junge Franz, erklärt schon ganz zu Anfang des Stückes: Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Gut, genau besehen will der böse Franz hier nur sagen, was jeder absolutistisch regierende Herrscher seiner Zeit, jeder Diktator, der später dessen Beispiel folgte, auch verkündete: Ich will, dass mein Wille geschieht. Aber wenn Schiller zwei völlig konträr angelegten Helden seines Stückes fast wortgleiche Aussagen über Freiheit und Selbstbestimmung in den Mund legt, dann liegt der Schluss nahe, dass sich unser Dichter schon früh, schon im Alter von 20, das Problem der, sagen wir, der Doppelgesichtigkeit des Themas Freiheit gestellt hat. Und wenn wir zudem bedenken, dass die Französische Revolution bereits ein wenig in der Luft lag, wir schreiben die Jahre 1781, 82, es gärte aber auch in vielen anderen Ländern oder Provinzen, dann scheint sich hier anzudeuten, dass jener junge Heißsporn namens Schiller zwar heftig für den populären Begriff Freiheit plädierte, dass ihm aber gleichzeitig ein nachdenklicher, skeptischer, bisweilen sogar zynischer Rabe auf den Schultern hockte. Ein Rabe, der, wann immer ihm die Wörter feurige Erregung oder Adlerflug aus der Feder flossen, zur Mäßigung im Ausdruck riet. Der auch nicht verhehlte, dass jedes Ding auf Erden, jede Erfindung und jedes Postulat mindestens zwei Seiten oder Aspekte mit ins Spiel bringen. Nennen wir ihn den Raben des Nüchternen. Diese Stimme des Nüchternen, dieser Rabe der Skepsis, erhielt Futter durch das Spektakel des Terrors im Gefolge der Französischen Revolution, durch eben jene Veranstaltung, die der Freiheit zum Siege verhelfen sollte. Was Freiheit, was Selbstbestimmung anrichten können, wenn die Meute davon Besitz ergreift, wurde Schiller spätestens klar, als ihm von den Frauen berichtet wurde, die in Paris um die Guillotine saßen und für jedes geköpfte Haupt ihr Strickwerk um ein paar Nadelschläge weiter bewegten. Die berühmten Zeilen "Da werden Weiber zu Hyänen" sind mit denen nicht vordergründig auf ein böswilliges Geschlecht gemünzt, sondern sie beschwören die Horrorvision eines aus allen Fugen geratenen gesellschaftlichen Projektes, das sich im Ursprung dem Gedanken der Menschlichkeit verschrieben hatte, am Ende jedoch in blutigem Terror endete. Gut, davon war man bei der Uraufführung im Januar 1782 noch ein gutes Stück, ein gutes Jahrzehnt entfernt sogar. Aber die Ambivalenz einer Verherrlichung der Freiheit ist schon in den Räubern angelegt. Wie Sie sich erinnern, verehrte Zuseher, geht das Unternehmen Freiheit für die Brüder Karl und Franz ja auch durchaus tragisch aus. Karl stellt sich der Gerechtigkeit, die eben nicht Freiheit bedeutet, Franz begeht Selbstmord. Man liest, man deutet die Räuber daher vorschnell, wenn man das Stück als einen jugendfroschen Aufruf zum Tyrannenmord versteht. Klar,
gegen die Tyrannen steht in Großbuchstaben als Losung, als Aufruhr vor dem gedruckten Text. Doch das war nicht Schillers Einfall, sondern der seines Verlegers. Als Verleger plagen einen weniger moralische als kaufmännische Sorgen. Und es duldet kaum einen Zweifel, dass sich im Buchgewerbe weltanschauliche Radikalität allemal besser verkauft als moralphilosophischer Zweifel. Dieser innere Zweifel schützte Schiller natürlich nicht vor dem Zorn seines Landesvaters. Der hatte, wir haben das bereits angedeutet, wenig Liebe zur Literatur und dergleichen Zeugs, wie er es ausdrückte. Dafür hatte er einen Hang zu Wutausbrüchen, wenn seine Landeskinder gegen die von ihm auferlegte Disziplin verstießen. Schiller, der sich ohne die Erlaubnis seines Herzogs nach Mannheim begeben hatte, um der Uraufführung seines Stückes beizuwohnen, wurde umstandslos für 2 Wochen ins Gefängnis geworfen. Eine praktische Belehrung des württembergischen Herzogs zum Thema Freiheit. Jenen Herzog, jenen in vielerlei Hinsicht für die Zeit des Absolutismus wie eine Karikatur typischen Karl Eugen, zog dann ein anteilnehmendes, gnädiges Schicksal 10 Jahre später aus dem Verkehr mit Dichtern und Feuerköpfen der Opposition. Da hatte aber sein früherer Zögling Schiller bereits zum Adlerflug angesetzt. Einem Adlerflug über die Landschaft des deutschen Geistes, die ihm als ihren Helden, ihrem in der Bezeichnung wahren Sinne Wortführer zujubelte. Und die Geschichte mag darüber spekulieren, ob dieser Adlerflug nicht gerade dem das Anfachen verdankte, was von der Regierung, was von einem engstirnigen Herzog erstickt werden sollte. Denken Sie nicht zu lange über diese Möglichkeit nach, verehrte Zuseher, sonst werden Sie selber zu Zynikern. Mit zunehmendem Ruhm wird Friedrich Schiller selbst zu einem Fürsten, wird Professor, wird geadelt, darf die vornehmsten Titel tragen. Dieser einfache, oft stotternde Sohn aus allenfalls bürgerlichen Verhältnissen. In der Dichtkunst ist damals so etwas möglich. Johann Wolfgang von Goethe hat es beispielhaft vorexerziert. Gut, Goethe hat sich angepasst, rufen die Kritiker, die gern ein kleines Tässchen Blut sehen wollen und Goethe nicht verzeihen, dass nach den Leiden des jungen Werther, nach dem Götz von Berlichingen, so recht Aufrührerisches von ihm nicht mehr vernommen wurde. Goethe wurde ein Knecht der Fürsten. Aber Schiller, der Dichter, der uns die Räuber schenkte, den Tell und den Don Carlos und mit der sich für alle Zeiten, für alle Generationen einbrennenden Zeile »Sire, geben Sie Gedankenfreiheit«, dieser Schiller muss doch von anderem Kaliber gewesen sein. Er war es, verehrte Zuseher, und er war es nicht. Denn ganz tief in seiner Seele hockte stets auch die Angst vor dem Schicksal der Einsamkeit. Der Einsamkeit jener, die als Erste den Kopf aus dem Graben recken, die dann erfahren müssen, wie der junge Karl Moor in den Räubern, dass man im Kampf für eine vermeintlich gerechte Sache schrecklich allein sein kann. So allein wie, sagen wir, ein ständig das Bett nässender Eleve an der Eliteschule eines württembergischen Herzogs, dem man gerne, sehr gerne gezeigt hätte, dass er von der Welt geliebt werden kann, auch wenn das gegen die Regeln der Internatsleitung verstößt.